ist das Leben als Prof nicht wunderschön? Diese unendliche Freizeit. Freizeit? Wie meinen Sie das denn? Ich bin den ganzen Tag auf Trab, Lehre vorbereiten, Vorlesungen halten und so weiter. Anfänger. Sind Sie frisch dabei oder was? Da haben wir ein paar gute Tipps für Sie. Mhm. Würde ich mir wirklich gerne anhören. Ich muss los, ich habe in 5 Minuten einen Urkurs, den ich halten muss. Ach, sehen Sie, da fängt es ja schon an. Jetzt kommen Sie erstmal zurück, setzen Sie sich wieder hin und nehmen sich ein Stück Kuchen. Die Studenten erwarten Sie sowieso erst in einer Dreiviertelstunde. Oh, Studenten sind so dumm. Oh, ich hasse Studenten. Ja, und dass zu spät kommen, können Sie auch gleich wieder wettmachen, wenn Sie heute mal nicht die vollen 3 Stunden durchmachen. Okay. Aber nur durchs zu spät kommen habe ich ja nicht so viel mehr Freizeit, oder? Naja, also passen Sie mal auf, es ist ganz einfach. Allein diese Vorlesungen oder Muffs oder wie die sich nennen, ja, die legen Sie einfach ins CBF montags morgens um 8. Kommt keiner. Studenten sind so faul und so dumm. Auch gut, sie bieten einfach ein Wahlpflichtthema an, das niemand, aber wirklich absolut niemand haben möchte. Zum Beispiel die Grundlagen der Arbeitsmedizin. Nimmt garantiert keiner. Ja, aber Sie haben großes Engagement gezeigt. Ja, genau. Und wenn es dann doch jemand wählt, dann fischen Sie ein paar Doktoranden ab, die bauen Ihnen Ihre Forschungskarriere auf, ja? Sie müssen einfach nur dran denken, Ihren Namen drunter zu setzen. Boah, ey, Studenten sind wirklich so dumm! Okay. Aber was ist mit Formaten, wo man sich nicht einfach rausschummeln kann? Also ich meine, Pool oder Hausarbeiten, Betreuung, E-Learning. Also mal ganz im Ernst. Oh. In Pol spiele ich Snake auf meinem Handy und pflege meine Kontakte. Ja. Hausarbeiten betreue ich 20 pro Semester, lese keine, alle kriegen eine 1. Ey, und E-Learning, da mache ich die erste Folie einfach immer total unübersichtlich. Den Rest fülle ich einfach mit meinen aktuellen Urlaubsfotos, das merkt niemand. Wird man da nicht gefeuert? Ach Quatsch, das machen alle hier so. Und ich meine, mal ganz im Ernst, der Einzige, der in der Lehre wirklich arbeitet, ist Axel Schung!